Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood und ihr seht es bereits, was heute ansteht, und zwar eines der Romulus-Rätsel. Hinab in die Tiefe mit dir, Ezio Auditore der Firenze. Wir haben die letzten zwei oder dreimal knallhart Hauptmission gemacht. Drum machen wir heute der sechste Tag. Die alte Residenz des Papstes überfallen, um den Schrein des Romulus zu finden. Da hoch muss ich. Nein, da will ich nicht hin. Wenn ich da... Okay, da geht's nicht hoch. Wie schaut's hier aus? Auch nicht. Da kann ich sie auch nirgends festhalten. Das ist zu weit weg. Müssen wir weiter. Okay, wir müssen anscheinend einmal komplett hier durch. Nee, das ist eingestürzt. Hier scheint es aber hochzugehen. Eventuell. Ah, okay, da kommt er hoch. Okay. Dann auf geht's. Gott, wie hängen denn die Türen da raus? Ich habe mir jetzt kurz überlegt, ob ich die Borgia-Flagge noch mitnehme, aber kommt scheiß auf die Flagge da. Nee, wir müssen hier lang, oder? Ah nee, okay. Dann nehmen wir die jetzt noch mit. Ich dachte, ich müsste dazwischen die beiden Türen rein. Aber okay, dem war nicht so der Fall. So. Oh. Ja, ist klar. Nun komme ich wieder hier hoch. Ja. Okay, es wackelt. Oh je. Boah, knapp. Knapp, aber safe. Oh. Läuft. Wenn ich stürze, hilft mir das. Ein Weg in die Basilika finden, ja. Okay. Oder hätte ich hier gar nicht runtergemusst? Ich glaube schon. Oh! Ist da oben jetzt bloß eine Flagge oder ist da jetzt auch was anderes? Scheint mir nicht so, als ob da oben irgendwas groß wäre. Scheiße. Na komm. Da sollst du hoch. Ja, komm. Na, da will er aber nicht hoch. So, und hier vielleicht?
Was haben wir denn hier? Kommen da nicht hoch. Kommen da auch nicht hoch. Wie schaut's hier mit... Wer ist das? Jungfrau Maria? Oder so? Ach so! Na Gott, ich habe jetzt kurz die Hände vom Controller gehabt, weil ich mich gekratzt habe. Weil ich mir gedacht habe, der macht das schon. Dann habe ich erst gelesen, ja, drücken Sie B. So. Okay, dann halt einmal außen rum. Ah, schön. Links oder rechts? Scheint mir eher links zu sein, ja. Und zack. So, wo sind wir denn jetzt? Viel bessere Frage ist, wie komme ich da hoch? So komme ich hoch. Nein! Na, knapp daneben ist auch vorbei. So. Na, kürzen wir das Ganze mal ab. So, nee, da runter springe ich besser nicht. Was hängt da? Oh nee, ich dachte, da hängt jetzt ein Steckbrief. Hä? Oh. Oh, Nein, nein. Darüber? Ah, okay. Oh je. Das war knapp. Oh, okay, da wollte ich eigentlich nicht hinspringen. Ich dachte, da oben springt er jetzt hin. So, ah, gut. Aufpassen, dass die Steine da nicht rausbrechen, ey, Alter. Falls ich stürze. Könnte helfen, wenn ich stürze. Sag ich doch. Aber du stürzt nicht, du bist fucking Ezio Auditore. Ah, Hallöchen. Na, was machst du denn hier? Weihrauch. Und 187 F. Oh, da vorne ist es schon. Oder so ähnlich. Nein, das wollte ich nicht. Hey, warum ist da dieses Jump'n'Run-Ding aufgebaut? Ich brauche bloß hier hochlatschen. Ich glaube, das war's noch nicht. Ich glaube, wir müssen da jetzt irgendwie anders rein, weil das blockiert ist. Ja, natürlich ist es blockiert. So eine Scheiße. Was ist das da? Tor geht auf. Und da ist nichts. Er stand gerade mit der Pistole. Ach, mit unserer Taschenpistole da. Ah, okay. Ich dachte jetzt schon mit dieser Pistole, die die Borgia haben, aber. Weil ich dachte mal schon, die haben wir doch gar nicht. So. Was haben die da denn für einen Schrein aufgebaut? Wem oder was haben sie da denn bitte schön geopfert? Vielleicht Romulus? Ja, wohl dann eher Remus. So.
Checkpoint erreicht. Aha. Was bist du denn? Ah. Armbrustbolzen mal 7. Okay. Wo ist das genau? Ah, ihr wollt mich doch verarschen. So, Armbrustbolzen mal. Hä, ich hab bloß einen verschossen. Strange. Scheiße, der kommt da nicht rüber. Aber das ist doch da unten drin. Ich muss da eigentlich bloß runterspringen. Oder? Oder ist das da drüben? Ja, das ist da drüben, ist das da. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Ich kann ja... Ich kann da an den Ring. Dann nach oben. Dann außenrum. Nein, und nicht daneben springen! Oh, Ezio Auditore da Firenze. So, komm hoch. Nochmal den ganzen Scheiß. So, auch da. Außen rum. Warum die dumm? Ganz ehrlich, der kann nicht mal gerade ausspringen. Der kann nicht wahr sein. Der Junge echt. Der will ein Assassine sein. Ui. Das könnte mir helfen. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. So, dann ist doch schon nicht hier hoch. Nein. Ich habe das Gefühl, ich wähle immer die falsche Richtung. Grundsätzlich. Hey, der hat aber auch körperliche Fitness, hey. Weil ganz ehrlich, das schaffen nicht viele. Aus einer hängenden Position seitlich abspringen. Bitte was? Um aus einer hängenden Position seitlich abzuspringen. RT festhalten und A drücken und dabei LS bewegen. Boah, Alter, jetzt dachte ich kurz, er springt runter. Also. Oh. Zack. Jo. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, mich da runterfallen zu lassen und dann im richtigen Moment B zu drücken und damit es sich wieder festhält, aber das war mir jetzt gerade zu riskant. Ein bisschen. So. Zack, wären wir da drüben. Munition dürften wir eigentlich voll sein. Ah, zack. Läuft bei uns. Amen. Einfach alles kaputt machen, ne? So, da Schatz der Anhänger Romulus nehmen. Nein, doch nicht so. Hey, bin ich blöd? Da klappt das hier mit B gar nicht. Geht das hier bloß mit A? Ah, das geht hier bloß mit A. Weil jetzt in der neueren Version geht das immer mit linker Stick R2 und B. Das ist sicherer, weil wenn du A drückst, dann könnte er auch manchmal einfach bloß nach vorne springen, ohne dass er den Todessprung macht. Und das ist halt immer ein bisschen blöd. Alter, das Ding hat's ja krass verbogen.
ich da dran springen? Würde ich schon gern versuchen. Ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Schade. Einfach mal so mitschwingen, wäre auch geil. Aber so. Lasst uns erstmal hier ein bisschen looten. Da unten ist auch noch was. Kladdertschring. So ein Kladderadatsch. 46. Sonst ist hier nichts. Wir öffnen die Truhe und voilà, der Schlüssel. Ist das jetzt eigentlich unsere vierte oder unsere fünfte Stätte, die wir hier machen? Ich glaube, das ist die... ich meine, ist das die dritte oder die vierte, meine ich? Ich glaube, das ist die vierte, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also fünf gibt es insgesamt, das weiß ich. So, 500 hier. Da vorne haben wir noch ein bisschen was. So, Goldbarren mal eins. Beziehungsweise plus eins, ja. Da vorne ist nichts mehr. Und da haben wir noch eine Truhe. Also so viel Truhen stehen aber eigentlich nie rum. Roter Jaspis, eigentlich brauchen wir den aber auch nicht. Zumindest nicht, soweit ich es gesehen habe. Bei den Geschäftsaufträgen. Erfolg! Ein-Mann-Abrissfirma! Ein-Mann-Abrissfirma, auch geil. So, dann können wir jetzt gleich mal schauen, wo denn, wie viele dieser Romulus-Dinger wir eigentlich noch haben. Was ist das denn? Templer-Versteck. Okay. Templer-Versteck. Ich muss jetzt... mal kurz auf die Datenbank zugreifen. Orte, ich habe 4 von 6 haben wir, okay. Ich dachte, es gibt 5 insgesamt. Okay, dann haben wir 4 von 6, also brauchen wir immer noch 2. Leonardos Maschinen fehlen uns auch noch ein paar. Fehlende Eindrücke, also eine fehlt uns noch. Eine von Leonardos Maschinen. Dann hätten wir die auch alle fertig. Und ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und schauen mal in das Templer-Versteck. Bis dann. Tschüss.